nächsten Tag ging ich wie verabredet zu Polly. Und was jetzt, Tom? Warum hast du deine Meinung plötzlich geändert? Ich dachte, du wolltest es nicht tun. Das war, als ich noch daran glaubte, Salieri würde uns nicht benutzen. Jetzt weiß ich, dass er es tut. Da hast du sicherlich recht. Also willst du die Bank überfallen? Was ist mit Sam? Hey, du hast ihn doch gehört. Er hat Angst, dass was passieren könnte und der Don hinter uns her ist. Wenn du es also tun willst, sind wir nur zu zweit. Also, was sagst du dazu? Ich will mir zuerst die Bank ansehen, dann höre ich mir deinen Plan an. Gut. Wir können sie uns sofort ansehen. Okay, gehen wir. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Mafia. So, wir gehen jetzt zur Bank und schauen uns die mal an. Ah, du gehst mal vor. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie ich hier weiterkomme. Und da wir jetzt wissen, dass Salieri uns verarscht hat. Er hat uns glauben gelassen, wir würden Zigarren klauen. In Wirklichkeit waren es Diamanten. Das lassen wir natürlich nicht auf uns sitzen. Und wir werden jetzt eine kleine Bank überfallen. Also einen kleinen Nebenjob, wenn man so möchte. Danke. Du Arsch. Und naja, füllen uns unsere eigenen Taschen, würde ich sagen. Komm mit, wir nehmen den Zug. Ist nicht weit. Wir dürfen Zug fahren, ist ja geil. Wir fahren Zug. Ich glaube, die wird auch nochmal richtig eklig. Mit der Bank. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin, denke ich. Kriegen das schon irgendwie hin. Der Pauli, leg mal einen Zahn zu hier. Guck mal, ich kann Pirouetten auf der Straße drehen, ey. Während du dir da einen Murmeln rumspielst oder so. Ich dachte, wir wollten Zug fahren. Zug fahren, Zug fahren, los. Eigentlich sind ja kurze Züge, ne? Also bei uns, ja, sehen die U-Bahnen etwas. Das sind ja Hochbahnen, aber die sehen ein bisschen anders aus. Die sind ein bisschen länger, mehr Waggons. Aber vielleicht konnten sie sich das damals nicht leisten. Ich weiß gar nicht, waren die da. Und vielleicht waren die damals wirklich nur so kurz. Weiß man ja nicht, ne? Boah, Pauli, komm schon. Ich weiß, du hast Zeit, ja, ist alles easy peasy. Aber ich würde mich gerne ein bisschen beeilen, weil es ist ein bisschen, ich finde es immer nervig, ey, wenn man im Spiel so langsam läuft. Also manchmal ist es cool, manchmal ist es atmosphärisch und passt auch, aber hier ist es gerade doof. Muss ich ja mal sagen. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich, ach guck mal, der, ja super, der kommt sogar direkt. Ist ja Spitzenklasse. Little Italy! Ist ja, dass du zur Bank willst und nicht nur der Alten hinterherläufst. Okay. Steigen wir in den Zug. Oh, ist ja auch relativ leer hier. Kann ich mich hinsetzen? Hier kann ich mit dir sprechen. Alter, sieht die vertrocknet aus. In ein paar Minuten sind wir da. Das finde ich super. Okay, so lange stehen wir hier anscheinend nur rum und gucken. Ich meine, immerhin sehen wir mal Lost Haven etwas anders. Nämlich aus dem Zug. Ich würde mich echt gern hinsetzen, aber irgendwie geht das nicht. Das ist doof. Da könnte ich nämlich besser aus dem Fenster gucken. Naja. Machst du halt nichts. Eine spannende Zugfahrt. Ich muss aufpassen, dass Paul, wenn er hier rausgeht, dann muss ich ja auch dabei sein. Müssen wir schon raus? Hallo, müssen wir raus? Anscheinend nicht, alles klar. Müssen wir nächste raus? Pauli, nächste raus. Pauli. Er redet nicht mit mir, der ist doof. Und? Wie geht's dir so? Bis auf die letzten paar Jobs nichts Spannendes. Aber mein Kind ist mir Spannung genug. Weißt du, irgendwie beneide ich dich.
Ich suche mir auch eine Frau und mache dann viele Kinder. Ich fange mit meinem Leben ja nichts Anständiges an. Die Frau nennt sie mir auf Partys. Das wird mir langsam zu langweilig. Das Problem ist, dass ich nichts anderes kenne. Die Menschen wollen sich immer verändern. Alle wollen Abenteuer und Reichtum, wie sie das aus Filmen kennen. Unsere Geschäfte sind ja nicht gerade spannend. Ich muss immer Geschäfte aushandeln und darf nicht schriftlich festhalten wegen der Bullen und so. Also muss ich mir immer alles merken. Ich bin keine 20 mehr und werde vergesslich. Vergesse, wer mir was schuldet oder wer mir was versprochen hat. Deshalb bescheißen sie mich. Und ich bin da der Dumme, der kein Geld hat. Das macht mich einfach wütend. Manchmal wird's doch richtig spannend. Und das ist das Schlimmste. 6 Monate passiert rein gar nichts und dann plötzlich, bumm, helle Aufregung. Und ich mache mir auch Sorgen, dass uns etwas passiert. Was sollen wir denn tun? Das ist unser letztes großes Ding. Mit dem Erlös mache ich irgendwo eine Pizzeria auf. Oder irgendwas in der Art. Ach, wirklich? Warte mal. Warum soll ich warten? Jetzt fahren wir echt noch weiter. Ach, Paul, du bist doch scheiße. Ich würde sagen, wenn wir da sind, ne, dann hören wir uns wieder, weil das ist ja jetzt nicht sehr spannend. Paul, die redet wieder nicht mit mir. Nur, ach, warte mal. Und mehr nicht toll. Tolle Wurst, du mit deinen komischen Augen, ey. Crazy Eyes. Juhu, wir steigen aus. Yay! Endlich. Downtown. Da. Lululululu, jetzt müssen wir den ganzen Rest laufen. Hallo, Sir. Das ist die Bank. Ist das nicht die Bank? Das ist die Bank. Geh schon mal vor. Ja, wobei, vorgehen ist auch nur, da muss ich auf ihn warten. Ich weiß ja gar nicht, ist das die Bank? Ja, ne? Ja. Ja, ich würde sagen, das ist die Bank. Da waren wir auch schon. Da hatten wir damals, Frank hatte da etwas hinterlegt, das hatten wir dann rausgeholt. Na gut, wollen wir uns die Bank doch mal anschauen. Was? Halt die Fresse. Boah, Alter, ist der lahmarschig. Naja, ich gehe schon mal vor. Hier ist der Eingang. Ich glaube, hier muss ich jetzt auf Pauli warten. Ah, hier muss ich warten. Naja, dann warte ich mal. Juhu, Pauli ist da. Super. So, komm, Das ist hier also. Nicht zu groß und nicht zu klein. Schauen wir mal rein. Ja, schauen wir mal rein, ne? Warum nicht? Gucken wir mal, was hier abgeht, würde ich sagen. Guten Tag. Hallo. Ja, bitte? Ich möchte $5 abheben. Okay, wir fangen im Vorraum an. Wir laufen rein und rufen, dass es ein Überfall ist. Die beiden Wachen geben bestimmt gleich auf. Aber wenn sie mutig sein wollen, schalten wir sie aus. Sobald sie aus dem Weg geräumt sind, holen wir uns den Schlüssel für den Safe. Wir müssen die Bank angestellt fragen, wo er ist. Das war's, sie sehen keinen Cent mehr von mir. Das schon locker. Du gehst durch die Tür hinterm Schalter, wenn du den Schlüssel hast. Leck mich doch! Tür führt zu einem Gang. Rechts führt eine Treppe nach unten zum Safe und nach oben zum Büro. Wenn du den Schlüssel hast, gehst du direkt zum Safe.
Ansonsten musst du ihn dir oben besorgen. Im Untergeschoss sind wahrscheinlich noch mehr Wachen. Mit denen musst du allein fertig werden, während ich oben nach dem Rechten sehe. Unten findest du den großen Safe, den du aufschließen musst. Dann schnappst du dir die Kohle und haust ab. Das ist alles. Okay. Los, lass uns von hier verschwinden. Ja, hat doch bestimmt keiner gehört, dass wir den Plan haben, die Bank zu überfallen. Du hast ja sehr leise geredet. Ich möchte einen Freizeitpark in Hoboken bauen. Sie wissen schon, Restaurant, Ballsaal, ein Kino. Die Leute dort sollen sich auch amüsieren. So, da können. Müssen wir auch hoch. Also, das letzte Kino in Hoboken hat geschlossen. Was machen wir jetzt? Wir müssen jetzt wieder zurück. Muss ich jetzt wieder mit der Hochbahn fahren? Die Bank ist an das Holmes-Alarmsystem angebunden. Aber die Bullen brauchen trotzdem 5 Minuten, um hier zu sein. Wenn wir reingehen, haben wir also 5 Minuten, um alles zu erledigen und uns aus dem Staub zu machen. Wir brauchen noch einen Wagen. Von Ralf kriegen wir den nicht, den verpfeift uns an Salieri. Musst uns einen guten, schnellen Wagen besorgen, Tommy. Das sollte für dich ja kein Problem sein. Nein, das ist kein Problem. Lukas hat bestimmt eine Idee. Okay, hol uns was Schnelles. Wir werden es brauchen. Wir werden nicht ungestört abreisen. Selbst wenn wir rechtzeitig aus der Bank kommen, können wir den Bullen in der Stadt begegnen. Und wie werden wir mit denen fertig? Okay. Wir fahren direkt zu einem verlassenen Schuppen namens Palermo Club, mitten in Hoboken. Großartig. Dann haben wir noch ein Problem mit den Knarren. Ich habe meine eigene, aber du nicht. Du brauchst eine Kanone. Ich glaube, ich weiß auch schon, wo du eine herkriegen könntest. Wo denn? Es ist recht weit weg. Am besten fährst du mit dem Zug. Steig hier ein und fahr nach Hoboken. Steig am Bahnhof Central Hoboken aus und lauf in Fahrtrichtung des Zugs weiter bis zur nächsten Kreuzung. Unter der Bahnstrecke verläuft eine Straße. Folge ihr und biege links in die nächste Straße ein. Da siehst du dann ein altes Kino namens Twister. Neben dem Seitenangang siehst du Yellow Pete's Laden. Sag ihm, ich hab dich geschickt. Er müsste was haben. Ich mach das jetzt. Ich besorge Waffen und ein Auto und dann komme ich bei dir vorbei. Ja, halt kurz vor dem Haus an und drück auf die Hupe. Der Hausmeister schließt immer die Tür ab. Ich komme dann sofort runter. Bis später. Okay, ist klar. Dann, ja, ne, würde ich sagen, ab geht's. Holen wir uns mal ein Auto. Achso, da wird nochmal geladen, alles klar. Ja. Und da es jetzt relativ weite Wege wahrscheinlich sind. Ach, guck mal. Ja gut, doch, mit dem Zug, ja. Ah, das mit dem Zug. Wir sehen uns oder hören uns da gleich wieder. Halt! Stopp! Sehr gut. Wir hören uns gleich wieder. Nun denn, ich würde sagen, auf zum Twister! Da holen wir uns eine Waffe und dann müssen wir uns noch ein Auto besorgen. Da muss ich mal schauen, wie am besten. Wir könnten dann auch mit der Hochbahn eigentlich fahren, mit dem Zug. Eigentlich war kein Problem, ne? Wie geht's denn jetzt rein? Hier? Hier? Irgendwo? Hier? Nein. Hä? Hallo? Ah, hier geht's rein, alles klar. Hallo? Machen Sie mal auf hier. Was willst du? Pauli schickt mich. Oh, komm rein. Danke. So, gib mir nur den geilsten Scheiß, ja. Ich möchte nicht so eine Schrottwaffe haben, die nach hinten losgeht. Wenn du verstehst. Ach, der läuft ja auch direkt mit Knarre rum, natürlich. Ein einarmiger Bandit. Also, Junge, was führt dich zu uns? Pauli schickt mich. Wir brauchen Waffen. Ah, Pauli. Ja, den kenne ich. Zumindest glaube ich das. Dieser kleine, launische Typ, oder? Genau das ist er. Arbeitet immer noch für Salieri? Ja. Na, dann grüß mir mal den alten Gauner. Klar, was die Waffen angeht. Ja. Was braucht Pauli denn alles? Boah, ja, also ich würde sagen, wir brauchen auf jeden Fall die hier und die nicht. Aber wir brauchen noch die. Ja, ich würde sagen, eigentlich reicht das, oder? So. Ach nee, warte mal. Kann ich nicht die in die Hand nehmen und dann die andere? Ah nee, es geht nicht, ne? Das müsste alles sein. Gut. Ich will dich nicht länger aufhalten. Denk dran, Pauli von mir zu grüßen, ja? Klar, danke. So, du kannst Lukas Bertone besuchen. Drück vor Paulis Apartment auf die Hupe und hol ihn ab. Ach, scheiße. Ja gut, dann... nehme ich aber lieber die Thompson.
Okay, dann zu Lucas Bertone. Wir brauchen nämlich noch eine Karre. Und das vergeht quasi wie im Flug. Lukas, ich brauche eine Karre. Gib mir ein Auto los. So, der hat bestimmt was Schnittiges für mich am Start, würde ich sagen. Hey Lukas, ich brauche dringend ein verdammt gutes Auto. Wow, kaum zu glauben. Ich wollte dich gerade anrufen. Du kannst mir auch einen Gefallen tun. Der ist aber auch das Auto wert, das ich für dich habe. Was brauchst du? Ich habe einem Typen eine Lieferung versprochen und kann nicht aus dem Laden weg. Kannst du das machen? Gut. Lieferungen sind was Neues für mich. Sorg dafür, dass dem Kerl nichts passiert, bevor er die Lieferung empfängt. Er muss sie weiterleiten und wenn ihm etwas zustößt, platzt der ganze Deal. Und warum sollte ihm was zustoßen? Ja, na, du weißt schon. Wäre ja möglich. Und wo finde ich den Kerl? Er wohnt unter der Hebebrücke in Richtung Downtown. Sein Name ist Dick. Sorg dafür, dass dir niemand folgt, wenn du es ablieferst. Ja. Hier ist es. Okay, jetzt brauche ich nur ein Auto. Das ist weit weg. Ja, sicher. Ist irgendwo am Arsch der Welt. Natürlich ist das am Arsch der Welt. Alles klar. Ich bin den ganzen Weg jetzt hergelaufen, weil ich kein Auto gefunden habe. Aber wir sind gleich da, müssen hier noch schnell runter. Ich habe keine Ahnung, ob jetzt irgendwas noch passiert. Wahrscheinlich. Wir geben dem Typen das Paket, der muss auch noch irgendwo abliefern. Das heißt, wir müssen ihn wahrscheinlich begleiten. Naja, schauen wir mal. Heißt du Dick? Ja, mein Name ist Big Dick. Alles klar. Ich habe ein Paket von Lukas, Dick. Ist dir jemand gefolgt? Ich glaube nicht, nein. Ach ja, und wer sind dann diese Typen? Scheiße! Also, dann zeig mal, was du kannst. Du auch, Big Dick. Boah, Alter. So, tot. Ich muss kurz Munition auffüllen, ne? Verdammt, jetzt haben die keine... Ach, scheiß doch die Wand an. Naja, gut, dann nicht. Hey! Ach, da. Hey, du bist besser, als du aussiehst. Na, du nicht. Du aber auch. Wie meinst du das? Ach, egal. Zerbrich dir nicht den Kopf darüber. Also, gut. Dann grüß Lukas von mir. Juhu. So, wir dürfen wieder zurück zu Lukas laufen. Weil ich habe immer noch kein Auto. Ich würde sagen, da hören wir alles gleich wieder. So, Paketchen ist abgeliefert. Big Dick ist glücklich. Lukas auch. Wir kriegen jetzt ein Auto. Nee, wir lernen jetzt, wie man ein Auto klaut und dürfen das dann noch suchen. Finde ich geil. Mein Gott, Lukas. Das war knapp. Was ist passiert? Sobald ich ankam, haben sich diese Typen auf uns gestürzt. Ist Dick okay? Hast du ihm das Paket gegeben? Ja, kein Problem. Wir haben die Typen abserviert und dann hat er es mitgenommen. Ach, zum Glück. Ich bin dir sehr dankbar. Ich habe ein Präsent für dich. Ein amerikanisches Auto eines deutschen Herstellers. Das Beste, was der Markt zu bieten hat. Na, das Risiko hat sich gelohnt. Wo kann ich es finden? Ich habe gestern gehört, wie ein Kunde sagte, er fahre um diese Zeit immer von der Oakwood Junior High School zu einem Treffen irgendwo auf Central Island. Folge ihm. Und wenn er parkt, nimmst du dir das Auto. Das Schloss ist dein Problem. Aber natürlich kriegst du das ohne Probleme hin. Danke, Lukas. Ich bin gespannt. Natürlich kriege ich das ohne Probleme hin. Jetzt wird hier auch noch gebaut. Willst du mich verarschen? Ich flippe aus hier. Kann ich das Auto klauen? Ich muss irgendein Auto klauen. Ah, das geht doch. Oder kommt Polizei. Aber egal, bis die da sind, habe ich es geknackt. So, zack. Okay, das heißt, der Spaß geht los. Ich muss da hinfahren, ihn verfolgen. Wenn ich da bin, schalte ich wieder ein und dann hören wir uns wieder. Und ich hoffe, dann wird nicht mehr gebohrt. Also, bis gleich. Okay, gleich müssten wir den Typen sehen. Ich glaube, das ist er. Da ist er. Geile Hupe. So, dann wollen wir einfach mal kurz drehen, so wie man es halt macht. Und dann fahren wir dem Guten hinterher. Ist ein bisschen doof, dass ein Cabrio ist, da kann man uns leicht töten, aber ist egal, es ist anscheinend ein gutes Auto. Was
macht der da? Warum will der? Mach, komm, fahr weiter. Los. Hab ab. Ich habe den ganzen Tag Zeit hier. Ich habe viel zu viel Zeit verplempert, ja, mit anderen Dingen. Waffen besorgen. Irgendwas für Lukas erledigen, damit er uns sagt, dass wir ein Auto finden, das wir verfolgen müssen. Er hat uns natürlich mal gesagt, wie man das knacken kann. Weißt du? Boah. Kriegst du Locken auf den Kopf. Das Geile ist, ich kann ihm so nahe kommen, kann im Auto sitzen. Das würden die nicht mal merken, dass ich verfolge. Das ist schon ein bisschen blöd, ne? Also gut für mich, weil dann brauche ich nicht drauf achten. Jetzt nicht wie bei GTA, dass du dann eine bestimmte Entfernung einhalten musst, aber auch nicht zu weit weg darfst, dass er dich nicht bemerkt und so. Das ist schon eine geile Sache. Das ist eine geile, geile Sache. Muss ich sagen. Ah, wo fährst du denn hin? Komm schon. Central Island. Wir sind ja noch nicht mal in Central Island. Nee, oder? Weil jetzt echt nach Central Island, das ist aber ganz schön weit weg, glaube ich. Ah. Ich werde es hier nicht schneiden, die ganze Verfolgungszeit wird knallhart angeguckt, aber ich glaube, ich werde ihn mal ein bisschen beschleunigen, weil Central Island ist noch ein bisschen weit weg, das ist da oben. Und der fährt irgendwie sehr komisch. Ah, ich glaube, ich beschleunige das Ganze mal ein bisschen. Machen wir mal eine schnelle Verfolgungsjagd raus. Mit ein bisschen Tempo, ne? Die Welt ist schon unbestimmt, oder? Yes! Verfolgt haben wir den Burschen, alles Klärchen. So, dann geh du mal weg. Ich muss jetzt gucken, wie ich das Ding hier knacken kann. Ist hier eine Bulle? Ja, klar, da kommt natürlich einer. Fuck. Er hat's gesehen. Er kommt. Nein. Lass das. Sehr gut. Nein, haltet mich nicht auf. Nein, bitte nicht! Los! Alter, den treffen wir sehr gut. So, der ist auch tot. Alles klar! Nochmal ein paar Bullen töten hier, weil wir es einfach können. Und jetzt die Waffe wegstecken, einfach in den Wagen einsteigen und abbrausen. So läuft der Hase nämlich. Wir haben das Auto. Woohoo! Jetzt müssen wir nur noch zu Pauli und
dann ist alles gut, würde ich sagen. Dann kann der Scheiß ja losgehen. Okay, dann sind wir bei Pauli angelangt. Heißt, wir werden jetzt hier kurz mal eine kleine Drehung machen. Zack, auf die Hupe drücken. Und da kommt der Pauli auch schon rausgestürmt. Jawoll. Nee, jetzt. Nicht sofort. Jetzt. Mach hin. Wir haben keine Zeit. Ja, die Bank ist ja nicht ewig da. Vielleicht ist sie irgendwann weg. Ja, sofort ist aber schon vorbei, mein Freund, ne? Komm mal hier ein bisschen hin. Wissen wir. Boah, musste sich wahrscheinlich schon mal schneller von der Palme wedeln oder so. Weiß man ja nicht. Kann ja sein. So, zurück zur Bank. Achso, jetzt soll ich gehen. Ich hatte fahren, ey. Okay, dann zurück zur Bank. Und? Ist alles klar? Ja, hast du, was wir brauchen? Ja, sag mal, dieser Pete ist ja total verrückt. Stimmt zwar, aber dafür hat er gute Ware. Warum heißt er Yellow? Hast du seine Zähne gesehen? Die gelbsten Zähne der ganzen Stadt. Und außerdem stinken sie am meisten. Ja, ganz genau. So, alles klar. Wissen wir jetzt auch, warum er Yellow Pete heißt. Ja, auf jeden Fall total interessant gewesen, diese Geschichte. Danke, dass du sie mit uns geteilt hast. Jetzt bin ich auf jeden Fall erleuchtet. Ah, könnte man. Erleuchtet. Gelbe Zehnte. Nein. Okay. Lassen wir das. Oh, wieder zurückfahren zur Bank. Ey, weißt du, da kriegst du doch echt. Ich weiß auch nicht mehr. Da kriegst du einfach irgendwas. Die Folge wird auch ein bisschen länger gehen. Ich cutte die zwar. Also relativ viel, häufig, was weiß ich, keine Ahnung. Aber ich glaube, die wird trotzdem länger sein als normal. Also bestimmt über eine halbe Stunde. Aber gut. Ne? Dafür kann ich sagen, dass das die vorletzte Mission ist. Deswegen kann man es mal zum Ende hin machen. Fahr runter, du blöde Brücke. Los, 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 los. Wir haben keine Zeit. Ich fahr schon mal an erste Stelle. Da. Hui. Ah, die Brücke geht wieder runter. Ich könnte natürlich jetzt versuchen, darüber zu springen, aber ich glaube, das wird der Wagen nicht schaffen. Da ist der, halt die Schnauze. Ja, ich kann auch gucken, du Sack. Schaffen wir das? Ja, das schaffen wir. So, alles klar. Ich habe jetzt keine Zeit zu warten, bis die Brücke komplett unten ist, ey. Dann was ist da los, ne?
Alles klar, müssen wir mal kurz reden? Ein bisschen rummeln? Nein? Okay. Lass uns das Ding starten. So, Versuch Nummer 1. Es ist nicht so, dass ich das jetzt schon das vierte Mal probiere. Nein, nein. Also gut, Leute. Das ist ein Überfall. Legt euch alle auf den Boden, dann passiert nichts. Ich sagte auf den Boden. Alle. So, da kommt gleich eine Wache. Die töten wir. Von der anderen Seite kommt auch gleich noch eine Wache. Ich schlag dir die Zähne aus. Du musst sterben, bevor ich sterbe. So sieht's aus. Sehr gut. So, dann holen wir uns hier eben den Schlüssel. Und der ist nämlich hier. Zack. Dann müssen wir hoch. Ich lade mal eben nach. Ich will den Schlüssel zum Safe, aber schnell. Wo ist der? Sir, ich habe den Schlüssel fürs Gitter hier. Den zum Safe hat nur der... Gut. Was? Wo finde ich den Filialleiter? Er ist oben in seinem Büro. Nein, bring mich bitte nicht um. Irgendwo war noch einer. Hab ich dich. Nein, du hast mich gar nicht. Ich weiß, dass er hier ist. Dankeschön. Ciao. Au. Oh, wer war das? Welche Hure hat mich angeschossen? Kleiner Pisser. Gnade, tu mir nicht. Wir gehen alle durch. So. Pissnick, ey. Frechheit. Ja? Okay. Haben wir das also auch erledigt? Wir gehen wieder runter. Da unten ist nichts, da müssen wir nicht reingucken. Wir gehen jetzt hier in den Keller. Da sind ein paar Wachen, aber nicht so viele. Also ich habe jetzt nur zwei gesehen. Ich war einmal schon unten, hatte aber halt sehr wenig Leben, deswegen wurde ich getötet. Oh, cool. Der kommt. Oh, scheiße. Ja, cool ist das nicht. Zeig dich, Wichser. Okay. Okay, hier ist es auch nicht. Okay, ich muss jetzt trotzdem echt vorsichtig sein. Ich hab nur noch 12 Leben. Ich bin echt nicht der Meinung, dass das was wird. Habt ihr nicht irgendwo hier irgendwas zum Verbinden, ey? Was seid denn hier für ein komisch... Jetzt bin ich wieder raus. Was für komische Typen? Hier ist da bestimmt auch noch einer drin, oder? Oder auch nicht. Was für eine fette Tür. Wow. Mit dem Geschrei aufhören! Sofort aufhören! Keine Bewegung! Jetzt lassen wir da, aber ich meine, was sollen wir schon damit, ne? Kann ich auch hier raus? Natürlich nicht. Ist kaputt. Oh, manchmal ist das so ein Arschloch-Spiel einfach, ne? Warum wird uns... Ja, da kann aber auch nicht viel drin sein. Warum wird uns unser Leben nicht einfach aufgefüllt? Das wäre so... Also das wäre schon fair irgendwie, ne? Oh, da wird rum. Da wird rumgeschreit. Keine Bewegung. Olli. Das war's. Lass uns abbauen. Ja, komm. Bist du bereit? Bin ich bereit? Yeah. Okay, los, Pauli. Los, Pauli. Rein in die Karre. Steig ein. Boah, der Stuntmann. Stuntmann, der ist ein Stuntmann. Alter, was ist das? Ich dachte, wir haben hier die geilste Karre of the world, ja? Ach, Hure. Verurte ich ja noch. Kann ich mich nicht hier einfach in seiner... Ja, ich versteck mich hier einfach. Lalalala. So, hier dürften die mich ja wohl niemals finden, ja? Niemals. Ich meine, wie sollten sie auch? Wir müssen jetzt einfach nur abwarten und Tee trinken. Wir müssen dann natürlich nach Hoboken fahren. Alter, das geht schon eine Stunde, die Aufnahme, weißt du? Für eine 20 fucking Minuten Folge.
die wahrscheinlich länger wird, sondern eine halbe Stunde, vielleicht 40 Minuten. Nee, ich denke mal eine halbe Stunde. Ihr wisst es, ich noch nicht. Und sie suchen uns nicht mehr und alles ist supi. Juhu. Jetzt können wir auch ganz geschmeidig dahin fahren, ne? Jetzt können wir ganz geschmeidig dahin fahren. Hat uns voll was gebracht, dass der Wagen so schnell ist, weil der ist nämlich nicht wirklich schneller als die Polizei. Ich hatte davor auch einen Versuch. Eigentlich cutte ich das nicht weg, aber wenn so viel schief geht, dann wird das einfach zu lang und das mit dem Cutten ist auch blöd und ach, das ist alles doof. Auf jeden Fall, waren die genauso schnell wie wir. Da hat uns der Wagen überhaupt nichts gebracht, ja. Voll der Rotz einfach nur. Aber egal, wir haben es geschafft. Da ist die Bank, wir fahren nochmal kurz vorbei. Gucken uns das an, was hier passiert ist. Wir haben ja keine Ahnung. Wir waren ja nicht da. Boah, ohne Spaß einfach nur. Ohne Schäpass, ne? Okay, wir sind auch gleich da in dem Club. Und bevor ich es dann nicht mehr kann, ich verabschiede mich jetzt schon, bedanke mich natürlich auch bei euch. Bis einschalten, hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Aber es wird wahrscheinlich hier eine kleine Sequenz kommen, wie immer. Und dann wird wahrscheinlich direkt das nächste Ding starten. Und dazwischen kann ich dann schlecht sagen, hallo, auf Wiedersehen und hallo. Deswegen sage ich jetzt auf Wiedersehen und in der nächsten Folge dann irgendwann hallo. Ja, genau so machen wir das. Aber erstmal müssen wir natürlich noch zu dem Club. Aber wir sind jetzt zum Glück auch gleich da. Hat das schon mal geklappt? Ich hätte echt gern gewusst, wie viel wir mitgenommen haben. Wahrscheinlich nicht so viel. Gut, da wären wir. Okay. Geschafft. Das ist aber auch relativ, weil damals die Währung ist natürlich ein bisschen anders als heutzutage. Okay, na dann steigen wir aus. Nee, du gehst einfach nur hin und guckst mich an, alles klar. Wo sollen wir denn jetzt hin? Was ist da los? Sind wir hier? Achso, da ist eine Tür. Achso, warte. Okay, warte, wir fahren da mit dem Auto rein. Ist kein Problem. Da ist ja die Tür auf, habe ich gar nicht gesehen. So, machen wir direkt mal an die Karre. So, rückwärts fahren, rückwärts fahren. Lalalala. So, okay, dann hier rein, da rein und dann haben wir es geschafft. Und da ist eine Tür im Weg, alles klar. Jetzt haben wir es geschafft. Yes. Können wir aussteigen? Wir können ja mal aussteigen einfach, ne? Mal kurz schnacken. Wir sind reich, Tom. Wir haben es geschafft. Sieht ganz so aus. Und jetzt? Wir ziehen uns um, damit wir auf der Straße nicht erkannt werden. Und stecken das Geld in den Koffer. Gut, und dann? Erzählen wir keinem was davon. Schlaf dich aus. Komm morgen bei mir vorbei und überleg dir, was wir damit machen. Ich nehme es mit, damit Sarah nicht dahinter kommt. Okay? Hau bloß nicht damit ab. Klar, ich hau ab nach Hawaii. Versuch's lieber nicht. Ich würde dich finden und dir den Koffer in den Hals stopfen. Darauf freue ich mich schon.